Plünderer? Ja, sie sind hier. Scheiße. Also, falls alles schief geht und ich dich später nicht mehr sehe, wollte ich sagen, ich habe keine Ahnung, wofür das D auf deiner Kappe steht. Sag's mir nicht. Ist mir lieber so. Für mich steht es für darf nicht sterben. Also, hör auf deine Kappe, ja? Wir sind bereit. Sie haben noch mindestens 4 weitere Leute, alle bewaffnet und Karren, um Leute mitzunehmen. Oh nein. Arschlöcher. Ich glaub's nicht, sie sind hier. Wenn sie reinkommen, lock ich sie hinter mir her. Dann haben Willy und Mitch Zeit, die Bombe zu legen. Ich leg sie unter die Karren, das passt. Ich schwör's. Wenn sie reinkommen, fallen wir zurück. Zum Verwaltungsgebäude. Genau, zu unseren Fallen. Der Stamm ist bereit. Ich habe ihn 2-mal gecheckt. Der Stamm. Der eine Stamm. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Fallen wir jetzt haben. Ich hoffe nicht nur den einen Stamm. Ansonsten ist unser Plan ganz schön löchrig. Ein paar weise Worte. Du hast sie ja schon mal besiegt. Bleib daneben. Mehr. Lass sie es bereuen. Passt aufeinander auf. Egal was passiert. Teamwork. Scheiße, denkt! Nein! Was? Scheiße! Mist! Wo sind denn alle plötzlich und wieso? Von wo kam dieser Schuss? Oma, ich mach das. Versteck dich. Bin jetzt durch Tor geschossen oder was? Okay, gut. Die arbeiten sich jetzt durchs Tor. Ah, shit. Ach. Macht auf, Kinder! Und da kommt der erste Molotow-Cocktail. Mein Bogen. Los. Hol den Bogen, schnell, los. Wir schaffen's. Ich komm klar. Komm los, mach schnell. Für Zeit. Clemmy. Okay, wir haben den Bogen, aber wir haben nicht einen Pfeil. Sehr gut. Ah, okay, panisches Q drücken wird's bringen. Sehr gut. Von wo schießen die denn? Okay, ich sehe 4 Leute. So, der bärtige Penner ist der erste. Okay. Beweg dich nicht und sei leise. Ja, tatsächlich ist sie überall. Was zur Hölle ist das? Ja, wir sind krasse Motherfucker, Alter. Das sind bloß Vogelscheuchen. Kannst du vergessen. Die meinen's wohl ernst. Verteilt euch. Okay, 4 Leute. Nee, 5. 5 sind's. Oder 4? 4 oder 5? Lily! Wenn du dich bewegst, schieß ich! So weit wird's nicht kommen! Scharfschütze nur noch, Alter. Wo sind unsere Rekruten? Eure Rekruten, ich glaube, ich spinne. Das sind nicht eure! Durchsucht den Hof. Schießt auf Clementine, falls sie sich bewegt. Boah, ist das ein Miststück, ey. Wir finden sie, Clementine, und dann holen wir sie. Und dich. Und deinen kleinen Schisser. Nehmt mich! Ihr wollt Soldaten? Okay. Wir müssen sie ablenken. Nehmt mich wir müssen mit. Sie ablenken. Aber lasst den Rest in Ruhe! Das würdest du tun? Ja. Du kommst mit, wenn die anderen bleiben? Ja! Du bist anders. Ich bin erwachsen. Das sehe ich. Mann, du bist genau wie er. Lee wäre am Boden zerstört, weil er bei dir alles falsch gemacht hat. Das kleine süße Mädel, das er beschützt hat, entpuppt sich als Biest. Du hast recht, Lily. Ich bin genau wie er. Wenn er mich sehen könnte, wäre er stolz auf mich. So sieht's aus. Warum? Weil du fast aufgegeben hast? Dich gestellt hast, um deine Freunde zu retten? Aufopferung heißt der Zauberwort. Da haben sich all seine Opfer sicher gelohnt. Hau ab! Jemand hilft mir sicher, die anderen zu finden, auch wenn du dich zierst. Hier haben wir schon mal Leute rekrutiert. Rekrutiert? Sie sind also wirklich... Wie kann man Minnie wollte nehmen? Heute mitkommen und dir sagen, wie ihr unser Leben gefällt. Wie glücklich sie ist. Sie meinte, sie hätte hier eine Freundin. Freunde, die ihr fehlen. Ein Typ, der sie immer zum Lachen gebracht hat. Immer. Und ihr kleiner Bruder. Er fehlt ihr am meisten.
Nicht bewegen, bleibt alle wo... Nein, Ten, bleib da! Scheiße! Ten, nicht... Wo sind sie? Ich bring dich zu ihnen. Mach nicht, Ten. Jo. Kann nicht. Bringt sie zurück. Bitte. Hör nicht auf sie, Ten. Du weißt, dass sie lügt. Sie hat dir deine Schwestern genommen. Sie ist schuld. Okay, gut. Lunte brennt, Wagen ist kaputt. So, jetzt alle schnell ins Haus, los, los, los. Okay, der Gaul dreht durch. Sehr schön, ja, ein bisschen Panik verursacht und ein bisschen Chaos. Angriff, los! Jetzt machen wir die alle! Hat er jetzt... Wir haben nicht getroffen, ne? Sie hat sich weggedreht, oder? Oh! Verdammt! Oh, fuck Mitch, Alter! Die Penner, die haben Mitch! Mitch! Nein! Oh, ey, nee! Tötet, wen ihr müsst! Nehmt die anderen mit! Wieso denn ins Bein? Warum denn ins Bein? Los, Rückzug! Mann! Also Kopf war ja keine Auswahl irgendwie. War nur Bein die Option. Okay, mal gucken, ob wir uns jetzt irgendwie im Haus verschanzen können. So, die Autos, die werden es bringen. Die da jetzt, auf denen sie ausrutschen werden. Und der Farbeimer wird in den Rest gehen. So, also Abel wird leiden. Abel wird sowas von leiden. Ja, da waren es nur noch vier. Töte nieder, das Mädchen! Du brauchst ja nicht so zu schreien, du kriegst jetzt nämlich das Sofa ab. Oh, Sofa, schnell! Lass umziehen! Kacke. Mist, war eigentlich schnell noch, scheiße. So, jetzt. So, hoffentlich innere total Blutungen. Für den Arsch. Hab Lilly gesagt, ihr würdet nicht kooperieren. Oh Gott. Oh, schnell weg, 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 weg. Nein, 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 hol die AJ, lass AJ nicht alleine. Nein. Komm, Clemmy. Sehr schön, wir sind nichts bei AJ. Die Tür. Schließt ab. Nein. Scheiße. Deine Freundin Lilly ist diesmal nicht da. Reden wir ein bisschen. Nur du und ich. Ich glaube, ich werde dich jetzt einfach allein töten. Hab gerade Q gedrückt. Clem, ich kann nicht. Bleib weg! Ah, shit. Ja? Oh, du Arschloch, Alter. Weißt du, wenn ich jemanden wie dich sehe... Schwach, klein, ängstlich und lebendig. Nein, sind bestimmt viele gestorben, damit du überlebst. Ich glaube, ich werde dir jetzt gleich diesen Leuchtturm in deinen Schädel rammen. Nochmal, hinterher, nicht nur so ein bisschen. Jawohl, rinn in den Fuß. So, Abel. Time to... Say goodbye. Name ist Sunny. Na, 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 richtig so. Ah, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Echo. Verdammt. Ich bin nicht schadenfroh. Bei Gott, ich bin nicht schadenfroh. Aber da sag ich, bin ich gut. So, nimm deinen scheiß Gewehr weg. Mann, das sollte leichter sein. Wird's ja aber nicht. Wir sehen uns in der Hölle. Wir
Wir sehen uns in der Hölle. Da wirst du ganz schön lange auf mich warten müssen. Mir macht das Warten nichts aus. Distance. Ah, ja, scheiße, wir haben Mitch verloren. Wir haben Mitch verloren. Und Luis ist entführt worden. Also, entweder wäre Luis entführt worden oder wir hätten Vi verloren. Oder Vi wäre entführt worden. Ich denke, dass wir Mitch auf jeden Fall verloren haben. Hätten. Du warst hervorragend, Rosi. Es tut mir leid, dass ich ihr vertraut habe. Scheiße. Sie haben sie geholt. Asim und Oma und... verdammt, Luis. Asim und Oma auch? Ich weiß. Wir verfolgen sie. Wenn wir es wüssten, würde ich persönlich ihre Wände einreißen. Wir wissen es aber nicht. Was wissen wir denn nicht? Tja, wir haben jemanden, der das weiß. Stimmt. Ich hab ein Brechbein. Ich werde dir gleich zeigen, was ich mit so einer Tüte Salz und einer Brechstange und einer Zange anfangen kann. One shift later. So, na, dann werden wir mal die Trümmer hier zusammenfegen. Ja, wir haben Mitch verloren. Unseren kleinen Bombenbastler. Unseren Pyromanen.
Dafür war die Baumfalle ein voller Erfolg. Team haben sie, glaube ich, auch noch. Ne? Geht ihnen um. Ja, siehst du, dafür haben sie Ruby nicht mitgenommen. Richtig. Erst war ich klein und Mitch hat mir geholfen. Hat mich gelehrt, keine Angst zu haben. Die anderen meinten, er war manchmal ein Idiot. Zu mir war er immer nett. Jetzt ist er tot. Ja. Ich will, dass wir weitermachen. Reiß dich zusammen. Wir rächen uns. Ich verspreche. Dass niemand seinen Namen kannte. Er will, dass wir weitermachen. Mitch wollte uns alle beschützen. Er hat sich geopfert, damit wir weiterkämpfen können. Das weiß ich. Aber das macht es nicht leichter. Er würde wollen, dass wir unsere Freunde finden und sie befreien. Das werden wir auch tun. Und er würde wollen, dass wir die Verantwortlichen töten. Ja, hey, aber, AJ wartet im Keller auf dich. Wir haben Abel festgebunden. Er ist am Leben, aber bewusstlos. Danke. So, den Spaten kannst du mal gleich mitnehmen, Ruby, den werden wir brauchen. Wir sollten Mitch begraben. Bei dem Verhör. Es wird Zeit. Ich helfe ihm zu. Verzieh dich! Wegen dir ist er tot! Willy! Es stimmt doch! Das war nicht Tens Schuld, sein Netz, auch wenn es stimmt. Hör auf, Willy. Komm schon, Willy. Das ist nicht Tens Schuld. Du weißt, wer wirklich schuld ist. Du verteidigst ihn auch noch. Was für ein Schwachsinn. Ich mach das. Sprich mit Abel. Es ist ein bisschen unverhältnismäßig, die Reaktion, muss ich sagen. Omar und Asim hingebracht hat. Und Clem? Tu ihm ruhig weh. Vielleicht bekommst du mehr aus ihm heraus als wir. Also ich würde mich ja zurückhalten, aber wenn mir das schon so vom Spiel diktiert wird, dann werde ich mich natürlich dran halten. Ja. Weil wenn ich ihn jetzt zu sanft anfasse, kann dann sein, dass ich die Informationen nicht bekomme. Ihr seht, ich schiebe mir das schon so ein bisschen so zurecht. Ich gehe die Genfer Konvention gleich um hier. So, okay. Rosie hält schon Wache. Abel verhören. Tja. Na gut, okay. Dann werden wir uns mal hinbewegen. Erstmal werden wir kurz Rosie ein bisschen knuddeln. Ja, okay. Rody. Ja. Dance in the Night, Togo. Servus, grüß dich. Willkommen auf dem Kanal. So, okay. Streichen wir mal kurz Rosie. Das muss sein, bevor wir uns der dunklen Seite der Macht zuwenden hier. Ach, hör auf, jetzt ist mir... Jetzt ist mir der Hund auch noch bockig, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab hier nur mit totalen Zippen hier zu tun. Oh. Hast du deine Waffe wieder? Mhm. AJ, komm, jetzt entspann dich mal, Alter. Er hat mir aber auch ein bisschen viel Lust am Töten bekommen, der Kleine hier irgendwie. Ich würde tatsächlich da ja nicht mit einer Waffe hingehen irgendwie. Also die Gefahr ist natürlich, dass er sich da losreißt und den kleinen Jungen übermannt, natürlich sehr groß. Dann hat er eine Waffe. Auch nicht gut. So, ihn schlagen, ihn anschreien, ihn durchnässen. AJ ihn wecken. Nee, AJ, lass mal ihn nicht wecken. So, ich glaube, wir durchnässen ihn. Ich hoffe, damit ist ein Eimer Wasser oder irgend so was gemeint. Ja. So, gib ihm. Rise and shine, Motherfucker. So. Na? Keine Art, einen alten Mann bei seinem Nickerchen zu stören. Wusste ich gleich im Wunder, was wir noch machen. Ich hatte gerade einen schönen Traum. Von einem Mädchen, das ich früher kannte. Sie hatte mich gefesselt, aber ich war nicht gefangen, müsst ihr wissen. Tatsächlich würde ich AJ jetzt rausschicken. Irgendwie. Also warum der jetzt mal bei ist mir tatsächlich ein Rätsel. Nicht böse gemeint, aber ich träume lieber weiter. AJ, immer da weg. Wenn ihr also... Alter! Alter, ich glaube, wir lassen AJ doch da. Verdammt, Knirps! Hey, du weißt schon, dass es gebrochen ist? Ich glaube, das ist ihm sehr wohlbewusst. Ich mag deine Stimme nicht. Oh, das tut mir echt leid, aber eine andere habe ich nicht. Ach komm, los. Gib ihm erstmal. Er ist halt einfach, er ist ein Wichser. Also, für die Leute, die jetzt einschalten, er hat es wirklich verdient irgendwie.
hat Kinder getötet. Er hat Kinder getötet. Was soll ich denn noch dazu sagen? Erste Lektion. Ich kann dir nicht sagen, wenn ich vor Schmerz ohnmächtig werde. Ja, aber du wirst nicht ohnmächtig, mein Freund. Mach es nicht noch schwieriger, okay? Ich will nur wissen, wo Lily meine Leute hingebracht hat. Luxoji. Das ist egal. Hier kommt sie. Weil sie dort ankommt, wird sie kehrt machen und wegen mir zurückkommen. Du solltest mir also lieber eine 5-Sterne-Behandlung zukommen lassen. Wenn sie kommt und ich lächle, mit kannst Lily du vielleicht kommen etwas wir klar. Gnade erwarten. Du bist ihnen egal, seinen Kopf verletzen. Wir haben euch Rotz gehört. Wir müssen ihn erstmal mental etwas runterputzen. Lily macht den gleichen in Kombination Fehler mit körperlicher zweimal. Zuwendung. Glaubst du, wegen dir kommt Lily wieder? Schau dich doch an. Du bist für sie jetzt nutzlos. Ich werde wieder. Niemand wird dich retten, Abel. Hier sind nur lauter wütende Kids, die deinen Tod wollen. Sag uns, wo unsere Freunde sind. Dann bekommst du Gnade. AJ macht mir echt Angst, Alter. Lily macht mir echt Angst. Niemals auf. Wir sind nur gekommen, weil wir Leute brauchen. Jonathan und ich sind weg. Dafür hat sie drei Rotznasen, die kaum schießen können. Selbst ein Idiot wie ich kann sich das ausrechnen. Wir werden sie befreien. Ihr wisst nicht, wie es da draußen ist. Ein einziges Blutbad, eine Gruppe gegen die nächste, von Richmond bis zur Küste. Im Delta herrscht Krieg. Ein Krieg mit kranken Typen, neben denen ich wie die Jungfrau Maria wirke. Wer sind denn diese kranken Typen? Für den Krieg brauchen wir Leute. Vielleicht Soldaten, ist er der Feind meines Feindes. Dein Krieg ist mir egal. Das nennt man Entführung, seinen Kopf verletzen. Dein Kinderspiel. Ja, ja, Quan. Meine Leute würde ich nie für dich kämpfen lassen. Ich krieg das Gefühl, dass ihr böse auf mich seid. Wir müssen ihm auch vermitteln, glaub das hat ernst mir, wir meint. Wir machen sowas gerne. Ja, natürlich macht ihr das gerne. Unser Zuhause ist bedroht. Ein gutes Zuhause. Dauerhaft. Gutes Hause, ja. Rechtfertigt jetzt wirklich irgendwie, dass wir hier irgendwie versteht ihr das? Kinder verletzen und ich entführen und töten? Ich tue alles, um meine Freunde zu befreien. Black War, Mahlzeit. Okay. Raus mit der Sprache jetzt hier. In der Tasche vorn. Die Antwort auf all eure Fragen. Sounds dann eigentlich nicht aus. Kann sein, dass sie jetzt erstmal gerade ein bisschen zeitverzögert kommen. Lies es. Passiert manchmal. Alles, so halbe Stunde was später. Die Clown spaltet und wiederkäut unter den Tieren, das sollt ihr essen. Ist das ein Code? Nein, das ist verdammt nochmal Levitikus. Die Bibelkippe, wa? Ich dachte, es passt zur Situation, die andere Wange hinhalten und so. Na los! Alleine zündet die sich nicht an. Ihr wollt wissen, wo eure Freunde sind? Eine Kippe hilft beim Denken. Also eine Zigarette kriegst du jetzt von mir nicht? Dann erinnere ich mich besser. Wo Zigarette ausdrücken? Ist? Ihn rauchen lassen. Los, Knirps. Ich hab nicht viel Zeit. Ich hab's angedroht. Tut mir leid. Ich bin wirklich ein friedliebender Mensch, aber der Typ hat's einfach verdient. Er hat's verdient. Meine Geduld ist am Ende, Abel. Sag mir, wo Lily ist. Sofort! Tut mir leid, Leute, wirklich. Oh, Scheiße. Hast du die alle voll? Spinnt ihr? So viel Blut. Oh, Scheiße. Das ist nicht gut. Er wird sterben, oder? Wir können ihm helfen. Wir könnten ihm helfen. Das wolltest du doch. Ich hoffe es. Können wir ein bisschen Hoffnung machen? Wir können ihm helfen. Das wird nichts. Als du mich vom Balkon geworfen hast, ist in mir drin was zerplatzt. Dann solltest du schleunigst. Das ist keine Medizin. Rauskomm jetzt hier mit der Info. Mein Freund. Mann. So wollte ich nicht enden. Ja, schade. Alles ist aus dem Ruder gelaufen. Das Bedauern kommt dann immer im Nachhinein erst, ne? Seht mich an. Schwacher Charakter. Was für ein Schlamassel. Ein Schlamassel? Wird er ein Monster? Nein. Aha, also da hat er also ganz besonders Angst vor, okay. In meinem Leben habe ich mir alles mit meinen eigenen Händen und meinem Willen erarbeitet. Zusammengeklaut, meinst du? Dass mein Körper mich im Stich lässt. Das ist Karma. Und verrät. Ich sag euch, wo ihr Lily findet, aber
aber lasst mich nicht zu einem Monster werden. Können wir ja drüber reden. Ich flehe euch an. Wenn du ehrlich bist, werde ich dich von deinen Qualen erlösen. Kann ich vertreten. Du Kann hast vertreten. Mein Wort. Okay, wir haben ein Schiff ein paar Kilometer westlich von hier an einem alten Angelpier. Ein Schiff? Okay. Eure Freunde sind auf dem Schiff. Ihr habt euer Ziel erreicht. Bitte, lasst mich nicht so ein Monster werden. Bitte. Ich will kein... Wir sind keine Unmenschen. Wir haben die Information, ihn jetzt zu einem Zombie werden zu lassen, macht ihn einfach nur zu einer Alpha. Gnadentot. Aber lass es doch nicht den kleinen Jungen machen. Mach's nicht schießen. Ich will... Warte. Mein Gesicht behalten. Okay, lass es dann mit dem Messer. Ich will, dass du es siehst. Ah, oh, du musst nicht zusehen. Du musst das nicht mit ansehen. Komm, raus, ich AJ. Ich will aber. Nein, AJ, ist nicht. Komm, raus. Raus! Ja, in Kopf stechen macht jetzt die Gesicht auch nicht besser. Kann man nicht irgendwie... Nee, man kann nur in... Okay, Leute, dann schaut jetzt lieber weg. Ah! Alter, der Kleine ist eiskalt. Guckt euch das mal an. Ich würde jetzt, glaube ich, wenn ich der Kleine wäre, hätte jetzt gekotzt, geheult. Wenigstens kann er niemand mehr wehtun. Ja. Du bist AJs Vorbild in dieser Welt. Du hast gerade vor seinen Augen einen Mann gefoltert. Ja, toll, Alter. Ja, da haben wir ja hier wieder pädagogisch voll ins... Komm, wir müssen das Schiff hauen. Klasse. Schön.